Einige kommunale Kitas bei uns in Hessen haben heute geschlossen und der Grund, der ist hinter mir ganz gut zu sehen. Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt zum Warnstreik aufgerufen. Bei Kundgebungen wie der hier vor dem Offenbacher Rathaus werden ja mehr Geld, mehr Anerkennung und auch mehr Personal gefordert. Alexander Klein von Verdi hat mir Folgendes gesagt. Ja, was wir wahrnehmen, seit ja, 2 Jahren sind vor allem 94% von Frauen in den Kitas richtig belasten. Sie stehen ja an vorderster Front, wo eben Kinder auch da sind, wo Kinder natürlich erkranken auch an Corona, wo man gucken muss, wie das in Familien läuft und wo natürlich die Kinder auch ganz viele Themen und Problemchen mitbringen bei einer Corona-Situation, die uns alle ja auch ziemlich belastet. Und da stehen diese Kollegen an der Kitas, auch in anderen Bereichen sozialen Berufe mit an vorderster Front seit 2 Jahren. Ja, 2 Verhandlungsrunden stehen noch bis in den Mai hinein an. Verdi hat die Hoffnung, dass von den Kundgebungen heute auch ein Signal an die Arbeitgeber ausgeht.